Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Corner aus Butzbach kann ich euch hier eine nagelneue SIG Sauer P226 X6 Supermatch zeigen. Ich hatte schon das Vergnügen, diese Waffe am Samstag schießen zu dürfen. Ein tolles Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr präzise mit super tollen Features, auf die ich jetzt direkt mal eingehen will. Das heißt, wir holen das Ding mal raus. Also, Lieferumfang. Fangen wir mal ganz normal damit an. Wir haben einmal die üblichen Bedienungsanleitungen. Wir haben das Anschussbild. 5 Schuss auf 25 Meter. Kann sich durchaus sehen lassen. Nett. Weiterhin im Lieferumfang enthalten: einmal das 25 Gramm Tübchen Waffenfett. Wir haben zwei Magazine. Und selbstredend das Schnuggelchen als solches, die Kurzwaffe. So, wir bewegen uns hier im Bereich 6 Zoll X6 und wie gesagt Supermatch. Das heißt, diese Waffe ist modular gezielt für den Skisport ausgelegt. Wir haben hier aggressive G10 Griffschalen. Die Hand saugt sich förmlich an diesen Griffschalen fest. Vergrößerter Magazinknopf. Wir haben hier den Zerlegehebel und Daumenauflage in einem. Auch eine coole Geschichte. Wir haben einen voll einstellbaren Abzug. Abzugsgewicht kann eingestellt werden. Vorzugweg, Trigger Stop und so weiter. Alles hier modular einstellbar. Und wir haben hier unten einen großen Jetfunnel mit dran. Magazine fliegen förmlich aus dieser Waffe raus. Verstellbare Visierung. Und zwar Matchvisierung. Hinten geriffelt, vorne schwarzes, scharfkantiges Korn. Auch hier absolut engste Passungen. Muss man echt sagen, also die ist brutal. Wir haben hier auch in diesem Fall bei mir immer noch ein bisschen Luft. Ich kann sehr schön geradlinig mein letztes Glied vom Zeigefinger in Zielrichtung ausrichten und den Abzug durchziehen. Geradlinig. Wir haben auch hier beidseitige Sicherung. Auch das hier ist eine Single-Action-Only-Waffe. Das heißt, Abzug und Hahn werden somit gesichert, wie bei einer 1911er. Cocked and locked. Und wir haben hier ganz normal den Verschlussfanghebel. Um die X6 Supermatch auseinanderzunehmen, Schlitten verriegeln, den Kombohebel runterdrehen, Schlitten nach hinten ziehen und nach vorne runter. Lauf raus, Verschlussfangfeder raus, also Rückholfeder raus und gut. Und dann ganz normal wieder, wie gehabt, zusammensetzen. Was wir hier auch haben, ist ein skelettierter Hammer. Sieht auch richtig schick aus. Und wie gesagt, also ich konnte diese Waffe auch schon schießen. Ihr werdet hier gleich im Nachgang dabei sein, während ich geschossen habe. Mit Ergebnis selbstverständlich. Alles in allem kann ich sagen, ist eine sehr schöne Waffe. Wir bewegen uns hier auch tatsächlich, muss man auch dazu sagen, im high-endigen Bereich. Also bei der Shooters Corner in Butzbach kostet diese Waffe, so wie sie hier liegt, 3.079 Euro. Aber diese Waffe ist das Geld allemal wert. Und super, super präzise. SIG Sauer P226 X6 Supermatch. Dann wollen wir mal die X6 Supermatch mal testen. Da bin ich jetzt echt total gespannt. Ich würde sagen, ich rede nicht dran lang drum rum. Wir schießen einfach. Die liegt schon echt brutal in der Hand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist jetzt out of the box. Wir haben keine Ahnung, wo die genau hingeht. Wollen mal schauen, wie gut der Werkschütze beim Einstellen war. Oh, gegenüber der SO einen etwas längeren Reset. Leicht kratzig der Reset. Sehr geringer Rückstoß, schießt sich sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, für mich fühlt sich das an. Der Abzug ist modular, der ist einstellbar.
Vorzugweg, Abzugsgewicht und so weiter, alles einstellbar. Ich muss aber sagen, in Sachen Reset hat mir die SO besser gefallen, zumal hätte ich es ganz ehrlich gesagt nicht erwartet, wenn ich in den Reset reingehe, einen so langen Reset-Weg zu haben. Da kommt er erst und es fühlt sich beim Schießen zumindest mal für mich nicht kratzig, aber irgendwie ein komisches Gefühl. Hätte ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber dennoch, auch das sind Sachen, das kann sich durchaus einschleifen beim Schießen. Das ist eine werksneue Waffe. Da kann es sein, dass ich halt durch das Schießen, Reset gehen und so weiter, die Mechanik erstmal ein bisschen einarbeitet und dann auch dieses kratzige Gefühl da entsprechend von selber beseitigt. Ich meine, das ist Mechanik, da reibt nur mal Metall auf Metall. Das ist halt einfach so. Aber eine sehr, sehr schöne Waffe, liegt sehr gut in der Hand. Auch hier habe ich komischerweise keine nennenswerten Probleme, an den Abzug zu kommen. Also auch für mittlere und kleinere Hände durchaus eine gangbare Lösung. Sig Sauer P226 X6 Supermatch.